Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Es stinkt zum Himmel in diesem Video. Erkunde die Höhle und finde die Quelle des Gestanks. In der Gruft des Osiris sind wir jetzt. Zumindest suchen wir jetzt einen Weg dahin. Haben jetzt so einen Gang gefunden. Warum ducke ich mich eigentlich? Dieser Schatz sollte den Gestank besser wert sein. Noch nicht. Es muss ja höllisch stinken hier in Memphis. Da müssen ja selbst die Schweine weinen. Haltet. Bohrensteif. Du hättest nicht herkommen sollen. Auch nicht. Da bist du. Ich töte dich. Wann denn? Dafür schlag ich dich tot. So. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Oh, es ist dunkel hier. Fackel an. Oh. Sieht aber böse aus, das Ding. Gar nicht mehr, wie Osiris dargestellt wurde in der Ägyptologie. Aber da könnt ihr auch ganz einfach in Google eingeben und das dann selbst rausfinden. Ich weiß, dass Bastet eine Katze war. Oh, okay. Da darf man sich nicht lange aufhalten anscheinend. Das ist wohl die Quelle des Gestanks. Okay, und was haben wir hier? Nichts. Ein Aufgang. Von da kamen wahrscheinlich die Banditen her. Ich schmeiß mal die Fackel gleich mal rein. Mal gucken, was passiert. Vielleicht explodiert das ja. So, wie war das? Fackel kann man doch irgendwie so schmeißen, ne? Ja. Achso, es passiert nichts. Na dann. Kann ja nochmal. Ne, passiert nichts. Ich kann kaum atmen. Ich komme der Quelle dieses Gifts immer näher. Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Gut. Was verpestet die Luft von Memphis? Achso, da geht's ja auch noch weiter da unten. Hier darf ich gar nicht lang. Dann gehe ich jetzt hier lang. Oh Gott. Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. Das soll den Gestank vertreiben. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Na. Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Die scheint hinter der Tür zu sein. Oh Gott. Du hast die Fäulnis gefunden, ne? Die Mumien. Sie verrotten. Das ist ein Vergehen gegen die Toten. Hier,
Das Fleisch ist verfault, aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Tu das. Okay, jetzt sind wir hier. Bald kriege ich endlich wieder frische Luft. Glaubt, wir können dadurch, ne? Ja. Jo. Nicht schlecht. Oh, selbst hier ist der Gestank da. Wie komme ich hier raus? Frische Luft. Ein größerer Segen als der des Priesters. Das glaube ich dir. Also Verwesungsgestank ist extrem. Ach, jetzt muss er nach Verrüd. Okay, irgendwas ist da falsch. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich jemanden beschuldigen. Ja, wir können doch da lang. Oder einfach umdrehen. Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Auf jeden Fall ist hier irgendwo der Fehler. Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja, der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind 2 Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Okay, untersucht das Gib... Achso, ja. Meine Füße mögen mich als Anubis laufen lassen. Jetzt geht das wieder los. In Bewegung ohne Ende. Ich muss hier stehen, damit ich sehe, was du tust. Laut. Muss ich dich tatsächlich befragen. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Natron. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Tatsächlich, das sieht aus wie Sand. Das war schon direkt der Richtige. Nicht schlecht. Ich habe direkt das Glückslos getroffen hier. Mit der Richtigen angesprochen. Ist Natron das schuld? Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar. Wird auch Zeit, dass du kommst.
Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Ich bin gut. Ich wusste, dass das Sand... Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Auf zum Lagerhaus. Die haben das Natron einfach gestreckt. Nicht schlecht. Tja, wo ist denn das Lagerhaus? Oh, das ist auf der anderen Seite. Dann folge ich doch der Straße. Kannst da lang. Tja. Zur Mumifizierung gehört, dass dem Körper die Feuchtigkeit entzogen wird. Damit trocknet er dann aus. Junis belagerte Villa entdeckt. Aber ich glaube, dass Memphis stinkt, ist nur die Spitze des Eisbergs. So, hier muss das Natron-Lagerhaus sein. Hier ist das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Ja? So, sind das Feinde da, oder? Nehmen wir ein bisschen was mit. Wenn wir schon mal hier sind. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Tja. Der war schnell. Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan. Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter. Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte! Hilf mir und ich beende es. Hier. Ich behielt sie. Nimm sie. Ich schicke den Verfasser zur Verschlingerin. Doch. Das Siegel des Anubis. Ein Priester streckte das Natron. Der Brief erwähnt eine Banditenhöhle. Ich räuchere dieses Schlangennest ein für alle Mal aus. Sand. Damit strecken sie das Natron. Da haben wir das also auch rausgefunden. Dann räumen wir die Banditen jetzt weg. Und da ist die Höhle. So, so. Aber schöne Stadt haben sie ja, wirklich. Also Memphis sieht wirklich gut aus. Gefällt mir. Bike, warum bleibst du stehen? Hat sie nie mehr bewegt. Oh, sehr gut versteckt die Höhle.
Tempel des Ptah entdeckt. Achso, das ist der... Nee, das ist der Tempel schon? Ja, Tatsache. Ptah scheint so der größte Gott hier zu sein. Quasi der Allvater, kann man so sagen. Töte alle Banditen in der Höhle. So, das hat Baiga vor. Und zwar mit dem Messer. Selber schuld, wenn ihr mit dem Rücken zur Wand steht. Was? Nun schlafen die Toten von Memphis wieder ruhig. Geil. Nicht schlecht. Habe ich gut gelöst. Mein Kind, ruhe nun in ungestörtem Schlummer. Mögest du bis in alle Ewigkeit durch grüne Felder neben jenen wandeln, die vor dir geherrscht haben. Möge die Götter deiner noblen Herkunft gebührend über dich urteilen. Jetzt mal die Grabbeigaben plündern. Hier ist offenbar auch ein Tempel. Da liegt noch was. So. Die Quest hat sich also direkt erledigt. Damit dürfte auch der Gestank ein für alle Mal beendet sein. Interessant, ich bin unter dem Tempel gerade gewesen. Dann können wir ja jetzt zum Haupteingang. Oder wir gehen... ja, wo gehen wir hin? Wir gehen einfach hier den Berg hoch. Das Tolle ist, das geht einfach sogar. Versuchen wir auf dem Tempel zu klettern. Oh Wahnsinn. Wie hoch das ist. Wirklich ein Augenschmaus mit den Pyramiden im Hintergrund. Sieht echt gut aus. Uff. Jetzt muss man eine ganze Menge hochklettern. In Assassin's Creed Syndicate, im Vorgänger. Da hätte ich jetzt einfach RB gedrückt und wären wir schon oben. Das war so... Och, Alter, guckt euch das an. Da hinten die Totenstadt Saqqara, die Nekropole. Viele Stufenpyramiden. Das könnte die Knickpyramide sein.
Das ist der Wahnsinn. Aber es ist wirklich so ein Dunstschimmer hier drum, ne? Also man sieht, irgendwas stimmt mit Memphis nicht. Das ist immer noch nicht der Gestank. Das ist irgendwas anderes hier. So, zack. XP. So, da unten ist eine Quest. Oh. Scheiße. Autsch. Das habt ihr nicht gesehen, das tat weh. Patsch. Einfach mit der Fresse draufgeschlagen. Autsch. Ich habe gerade Intra-Kill gelesen. Unten rechts. Du hast Glück, dass du hier keine Familie hast. Früher mochte ich Memphis, aber jetzt macht mich schon der Geruch der Stadt krank. Die Götter müssen sich von uns abgewendet haben. Zum Glück werden Steinmetze überall gebraucht. Die Tempel müssen permanent. Na, ich glaube, ich bin da, wo ich hin wollte. Oh, es gibt einen Tisch mit Informationen, das ist toll. Naja gut, dann verfolgen wir jetzt die Hauptquest, die ich sowieso haben wollte. Hä? Die ist gar nicht da? Doch. Komme ich von der Seite irgendwie rein? Imposante Statuen. Memphis, muss man leider sagen, existiert heute nicht mehr. Achso, Attentat, ups. Das wäre fast schief gegangen. Da stand wirklich Attentat und ich habe Y gedrückt. Der Speer ist noch nicht akzeptiert. So, dieses heilige Boden. Bin bereit. Nie, nie. Enek Haid. Bin bereit. Schauen wir uns doch mal einfach den Tempel an, oder? Schon höchst beeindruckt. Achtung! Weltglücklich. Hat er ein Headset auf oder so? Achtung! Achtung! Das müsste Ptah sein. Alter Schwede, überall Pfeile. Wie ich das Dreis einfach aus dieser Kanope nehme. Ich nehme das Geld von dem Gott. Ptah wird mir wohl vergeben. So, ich will nach links. Gibt es eine zweite Etage? Ja. Mal kurz nach oben gehen. Oh, da könnte schon was sein, ne? Gib
Auf der anderen Seite wird auch was sein. Oder auch nicht. Mal gucken. Omorphi Villa entdeckt. Bin zwar noch im Tempel, aber es interessiert wohl keinen mit dem Spiel nicht. Hier wahrscheinlich die Villa auf der anderen Seite. Autsch. Entdeckt. Ich bin ja schon wieder draußen. Och. Also einmal über die Mauer wieder rüber. So, und dann haben wir jetzt die Story. Also, es ist ja schon ein bisschen her. Wir müssen halt in Erfahrung bringen, wer jetzt hinter den Flüchen der Stadt in Memphis steckt. Und vor allem, wer die Echse ist. Denn wir sind... Ups. Naja, ich wollte noch was drücken. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkt unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Timotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert. Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Na. Sprechen wir jetzt mit Timehotep. Warum ist das jetzt schon wieder dunkel? Zeit vergeht ganz schön schnell hier. Coole Mechanik. Das war das erste Mal, dass wir es benutzt haben, ne? Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Mein Kind! Na super. Oh,
Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Bring mir den Kessel. Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Müssen wir das tun? Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Ich bin der Diener des großen Gottes, der uns Licht im Überfluss spendet. Ich bin der Gefährte der Flamme, in deren Schlund das Feuer nicht erlischt. Helf ihn mal. Sobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe, tritt hervor aus dem Strom. Sobdet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen. Ich doch nicht. Danke. Wasted. Oh Mann. Na toll, jetzt haben wir eine mordsmäßige Halluzination. Ich lasse besser den Mund zu. Wegen dem Sandsturm? Meinst du das? Oh. Krass. Was ist das für ein gottverlassener Ort? Eben. Ach, wir sehen nichts. Das bin ich. Ist da jemand? Was ist das? Eine Art Gruft? Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Alter Schwede. Sieht schon mal. Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Ganz ehrlich, warum geht der Fotomodus nicht? Davon jetzt ein Panoramabild zu machen, wäre doch geil. Das ist eine Zwischensequenz. Angreifen kann ich aber noch. Interessant. Toller Albtraum, den ich habe hier. Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Ja, ist ja gut. Ich habe auch kein Zentlimit, ne? Oh, jetzt aber düster. Ne, jetzt auch nicht. Oh Gott! Dieser Schatten. Das ist der Seelenfresser. Na toll. Krieg ich jetzt einen Parkour-Run oder was? Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Sieht aus wie ein Anubis. Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch.
Oh nein, die Waagschale. Oh nein, wir sind tot. Sind wir das? Oh Gott. Uns fehlt das Herz. Jetzt wird das abgewogen, ob das Herz leichter als eine Feder ist oder schwerer. Wenn es schwerer ist, ist das schlecht. Dann fahren wir in die Unterwelt und werden verschlungen. Scheint wohl egal zu sein. Es könnte ein Puffes sein. Nein! Wow. Was wird denn das bitte? Was ist das für ein Spiel? Bin ich jetzt Gott? Ich bin Gott. Okay. Ich bin Bayek, Gott der Jagd. Anubis, Herr der Toten. Hat mich dieser alte Narr vergiftet. Neck. Gift. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Ja, das tust du. Er trifft mich aber auch immer. Apophis ist verletzbar. Wirklich Apophis, wie geil ist das denn? Natürlich, ist ja eine Schlange. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Reh, beschütze mich! Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Wir kriegen ihn. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Tut weh, oder? Ich bin der, der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt. Ha! Das sieht voll geil aus. Was zum Henker? Oh Gott, ich darf nicht unter Wasser gehen. Okay, das wird tricky.
Und der Schwanz spitzer wie Neuwelsch. Und Dürr. Yeah, wir haben mal Puffes geschlagen. Toll. So, das ist cool. Genau das habe ich auch vom Spiel erwartet, mir sowas zu zeigen. Oder so Halluzinationen eben, ne? Okay, wo sind wir jetzt? Ein Sarkophag mitten im Wasser? Gerade von seinem Sohn den Tipp gekriegt, du sollst nicht so viel Drogen nehmen. Das habe ich mir gerade vorgestellt. Verdammt interessant. Oh, wir erwachen wieder aus dem Traum. Sie sind zurück. Sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Reiset die Götter. Was siehst du? Dein Feind und der Ihre sind derselbe. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen. Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Oh, okay. Das ist mal eine sehr interessante Neuigkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.